Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Willkommen zurück an unseren Spieltisch. Und ihr werdet es nicht glauben, aber wir werden wieder ein Spiel spielen heute. Und zwar eins, das wir von der Spiel 2022 mitgenommen haben. Das musst du sagen, das hat Piet nämlich mitgenommen. Ja. Drei Portal. Richtig, alle wollten 11 haben. Ja. Piet eigentlich auch. 11 hat Hunter mitgenommen. Ja, ich wollte gerade sagen, 11 hast nicht du bekommen, sondern Hunter. Und wir haben aber dafür ein Zwei-Personen-Spiel bekommen. Seht ihr hier, Basilika. Es ist ein Remake oder ein Reprint, wie auch immer, 2010. Grafisches Update, sage ich mal. Ja, gab es schon 2010. Da gab es dann später auch eine Erweiterung. Die Erweiterung ist hier auch drin und ein paar neuere Komponenten und Sachen. Aber im Kern ist es schon das Spiel auch noch geblieben, falls ihr das vielleicht von damals kennt. Mhm. Piet hat es schon richtig mir jedenfalls geteased. Hier steht nämlich tight, clever and often mean two-player duel. Also auch ein gemeines Zwei-Personen-Spiel. Also er wollte es hart und dreckig, hat er gesagt. Deswegen fängt er gleich an, ohne ein Testspiel zu machen heute. Piet. Und wir spielen auch ohne Erweiterung, weil wenn ihr das Basisspiel nicht mögt, braucht ihr die Erweiterung nicht. Die Erweiterung sind einfach 6, 12 Teile oder so, die halt noch ein paar Bonusfähigkeiten haben. Ihr müsst auch keine Angst haben. Es gibt auch eine deutsche Anleitung. Ah, das Multilingual. Ja, das Multilingual. Beides mit drin. Allerdings bin ich der Meinung, es gibt irgendwo einen kleinen Fehler. Aber das ist der deutschen Anleitung von der Übersetzung eventuell. Ja, spielmäßig macht es was. Kurz zu den Hardfacts. Was steht hier auf der Schachtel? 14+, das unterstreicht vielleicht auch ein bisschen dieses Gemeine. Ihr werdet gleich sehen, letztendlich geht es darum, Teile zu legen und Mehrheiten, angrenzende Gebiete zu generieren und da Mehrheiten durch Marker zu generieren. 45 Minuten, mal gucken. Ich vermute mal, wenn es so ein vielleicht so einen Unterschied gibt im Können, geht es vielleicht schneller? Weiß ich nicht, weil die Dame muss ja, die Königin die muss ja laufen. Die müssen ausgelöst werden, das stimmt schon. Vielleicht denke ich auch länger nach. Also so um die 45 Minuten. Du und länger nachdenken. Ja, mal gucken. Nette Idee. Das wäre aber mein Part. Und das Ganze ist heute und damals von Lukas M. Pogoda designt worden, also umgesetzt worden. Also Autor hier. Und grafisch sehe ich gar nicht. Steht hier niemand auf der Schachtel, der quasi für die Illustration genannt wird. Die Dame, hier steht Grafikdesign Lukas M. Pagoda, Michael Oratsch und Raphael Zümer in dieser Edition. Ah, die haben das also Grafikdesign. Okay, siehst du, also neben dem Autoren Sachen hat er auch mit am Design. Und, aber Michael, Box und Board Illustration ist Juan Pablo Fuentes. Michael Orocas, den kennt man doch auch. Früher kam das übrigens bei Rebel raus und ich glaube, der ist immer auch noch bei Rebel. Vielleicht. Das kann sein. Wer weiß, egal. Ja, wir gehen jetzt hier mal für euch in die Top-Down, haben also aufgebaut für zwei Spieler diesmal. Es ist ein reines Zwei-Spieler-Spiel, ne? Das haben wir also hingekriegt. Wow, yay! Und wir spielen ohne Playmat, gibt es natürlich auch für Leute, die die ganze Kathedrale sehen wollen. Stimmt, ja, warum Playmat? Weil hier ist letztendlich unser Baufeld, ein Grid, 5x5 Felder. Genau. Piet, aber erzähl uns doch mal, was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Wir sehen hier also die Auslage der Kathedrale. Wir haben hier den Anfang der Kathedrale und hier oben den Top. Das liegt normalerweise hier oben dran. Wir haben es natürlich für die bessere Darstellung nach oben gelegt. Mhm. Wir haben hier Teile der Kathedrale oder Räume, die wir, oder Gewölbe heißt es, glaube ich, direkt, die wir in die Kathedrale bauen können. Wir haben hier also ein fünf Reihen, die wir legen können. Und wir können immer nur am weitesten links anlegen in den Reihen. Das heißt, jeder von uns, wenn er eine Aktion macht, kann sich so ein Teil nehmen, kann das halt hinlegen. Mhm. Die zweite Option, die ich habe, ist, ich kann jedes Teil, die ihr seht, haben auf der Rückseite eine Spezialfähigkeit. Mhm. Die kann ich auch auslösen, und zwar, wenn ich einen Teil von hier oben nehme. Dann kann ich also diese Spezialfähigkeit auslösen, dann rutscht das Teil natürlich, was hier oben liegt, nach. Wird das gelegt, wird das hier rüber geflippt, und dann, also man weiß, dann kommt also ein blaues Teil nach und das würde dahin gehen. Das heißt, hier erkennt man auch schon ein bisschen dieses ein bisschen Vorausdenken, also Möglichkeiten, ne? Weil man ja dieses Teil hier mitunter sieht. Und darauf kann man dann vielleicht spekulieren oder möchte man vielleicht auch haben, muss man eventuell dran vorgehen. Ja, okay. Mhm. Genau. Und die dritte Aktion wäre, also die erste Aktion ist also ein Teil legen in der 5 Reihen. Dann das zweite wäre eine Aktion ausführen. Oder das dritte wäre, einen unserer Bauherren, unserer Baumeister einsetzen. Das können wir aber nur machen, wenn wir einen Teil gelegt haben. Das heißt also, als erste Aktion muss ich einen Teil legen oder als zweite, dann kann ich als zweite oder dritte Aktion so eine Person einsetzen. Und die brauchen wir natürlich, um die Mehrheiten zu haben. Denn am Ende, wenn
die Königin, die hier bei der Neustart. Das ist diese große, ja, die große Figur. Also, ja, also ja, ich leg die mal kurz. Die hat da doppelte Höhe. Ja. Wenn die auf die 10 kommt, ihr seht es, 10, 20 oder 30, wird immer eine Wertung ausgelöst. Und dann wird geguckt, in jedem der Farben oder in jedem der, nicht in jedem der Farben, sondern in jedem der Gebiete, wo halt so die Leute stehen, geguckt, wer da die Mehrheit hat. Und die kriegen Punkte. Standardmäßig ist es ein Punkt pro Plättchen. Also, ja. Gucken wir mal, wie das ja, so läuft für mich auch. Wie gesagt, Peter hat es ja schon gesagt, Erstpartie, lass mich da gar nicht lumpen. Du hast es eben gesagt, die Königin löst hier die Wertung aus. Die Königin bewegt sich immer, wenn wir solche Plättchen hier legen. Seht ihr das? Vielleicht nicht ganz so gut, aber da ist eine Krone abgebildet, das werdet ihr sehen. Und da ist eine plus eins. Das heißt, wenn dieses Plättchen gelegt wird, dann geht diese Figur einen Schritt nach vorne. Es gibt doch keine Krone mit plus zwei. Jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen. Das heißt, dass immer, wenn eine Krone ist. Dann läuft sie. Ja, und das ist hier gleichzeitig auch ein Dualfeld, sage ich mal so, ne? Blau und Rot. Passend zwischen den beiden. Piet hat auch schon gesagt, für Farbenblinde tendenziell die großflächigen, also quasi einfarbigen Felder, seht ihr, die haben ja hier eine unterschiedliche Muster, sage ich mal, wie so das Deckengewölbeart aussieht, ne? Sowas soll das sein. Das ist ein bisschen natürlich bei diesen Dualfeldern vielleicht nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Müssen wir mal gucken, Peter. Kriege ich aber schon. Wenn du da Schwierigkeiten hast, dann nutz das einfach aus. Dann nutze ich es einfach aus. Genau. Gibt es eigentlich ein Startspieler, also ein Thema, wer Startspieler ist in der Anleitung? Oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Der aber ich glaube, der letzte an der Kathedrale gebaut hat, meinst du? Oder ja, so nach dem Motto. Der letzte Spieler, der in einer Basilika oder in einer Kathedrale war. Verdammt. Wann war es das letzte Mal in der Kirche? Das ist schon. Oder einer Burg. Das ist schon länger her gefühlt. Okay. Ich glaube, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr war ich mal weihnachtsmäßig so zum Krippenspielen in so einer Kirche. Okay. Aber kannst du dich an dein letztes Mal erinnern? Also warst du dieses Jahr schon in so einer Sache? Ich würde also die Labkirche zählt jetzt nicht, oder? Ich war aber nicht im Lab dieses Jahr. Ach so, okay. Aber ich würde ja trotzdem fast sagen, ich weiß nicht, ob das denn, gibt es einen Startspielervorteil gefühlt für dich? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Ich würde ja fast sagen, dass du einfach anfängst, Piet. Machen wir das. Ja? Also, damit willkommen auf dem Tisch. Wir haben also drei Aktionen, die werden noch nirgendwo getrackt oder ähnliches. Das sollten wir hinkriegen. Ich überwache das. Eins, fertig. Ja, genau. Piet hatte die Möglichkeit für drei Aktionen. Nein, natürlich. Na, ich fange mal gleich so simpel an. Ich sage hier mal eins, ich nehme das hier raus. Und hier an dieser Grenze, wo die Farbgrenze ist bei uns, lege ich das mal hin. So, damit das heißt, das ist jetzt die erste Spalte unserer kommt es hier nach und die rutscht nach. So. Okay, verstehe. Zwei, weil ich das einfach mal zeigen möchte. Ich lege hier also meine Person drauf. Ich lege den mal hin, damit er besser zu sehen ist. Zwei. Und drei ist jetzt einfach, kann ich mir da aussuchen. Ich nehme einfach mal, du rot nehmen wirst bestimmt, weil du ja rot magst, nehme ich blau. Damit läuft es hier nach. Ja. Und die kommt nach. Und dann. Jetzt könntest du das hier, hier oder hier anlegen. Da ja nicht, weil da kann man schon. Nee, aber ich kann es auch hier hinlegen. Ah, okay, ganz wichtig. Also, es muss nicht angrenzen. Nee, ich kann es eine der fünf reinlegen. Und es ist dann wie halt, ich sag mal jetzt mal, bei jedem klassischen Dropdown-Ding. Da muss ich jetzt nur schon mal festhalten, hätte ich die Playmat natürlich ganz geil gefunden. Ne? Ach so, weil für mein Vorstellungsvermögen. Ja, aber das gibt sich ja gleich. Ja, es gibt sich ja gleich. Verstehe. Das gibt wieso setze ich mich hier ein? Weil ich hier natürlich beide Regionen bedienen könnte, falls sie dann existieren irgendwann. So, das war meine dritte Aktion. Das heißt, hier kann noch ein Plättchen hin. Also dieses Tableau gibt ja unsere Begrenzung an, quasi 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und du sagst es schon, Piet hat jetzt also die Mehrheit in einem zweierblauen Gebiet, weil das ist ein blaues Feld, das ist ein blaues Feld. Ich erfreue mich, dass das wären theoretisch, wenn es jetzt gewertet würde, na, hätte er hier zwei Punkte. Das rote, weil es nur ein Feld ist, ein Felder alleine zählen nicht. Das bleibt ja nicht bei einem Feld. Das bleibt natürlich nicht bei einem Feld. Verstehe. Ich bin da fertig. Okay, du bist fertig, Piet. Das war ja schon wieder klar, dass das fertig ist. Okay.
Was haben wir hier noch für Aktionen, die hier vielleicht schon mal liegen? Hier kann man noch ein Fenster einsetzen. Das macht Gebiete wertvoller, hier von diesen Fenstertoken. Dann gibt es einfach plus 2 Punkte. Wichtig ist, es macht die Gebiete wertvoller. Wer es dann am Ende gewinnt, ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Alles, was man hier so hat, alles, was wertvoller macht, gilt immer für den Gewinner auch, selbst wenn man es selber nicht macht. Hier kann man solche, ich sag mal, was ist das? Baugerüstplättchen. Das sind quasi Plättchen, die erstmal so ein bisschen blockieren oder abgrenzen. Da könnte man Piet vielleicht hier so ein bisschen einbauen. Das irgendwie finde ich das cool. Sexy. Ich mache das einfach mal. Also ich mache mal als erster. Die können auch nicht wieder entfernt werden. Die werden nur beim Werten nachher entfernt. Da wird es dann von oben nach unten, werdet ihr mal sehen, wird da sowas abgeräumt. Das heißt, ich mache diese Aktion. Meine erste Aktion. Das heißt, das kommt hier raus. Ja, denn wenn der Stapel zweimal durchgespielt ist, ist Spielende. Mhm. Also oder wenn dreimal gewertet ist. Und ich mache jetzt mal sowas quasi hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das rutscht quasi nach. Das hätte ich jetzt ja auch schon sehen können, was danach kommt. Darauf habe ich nicht drauf geachtet. Kann ich schon mal festhalten. Das bedeutet hier tendenziell, man könnte wieder ein gelegtes Plättchen wegnehmen. Aber allerdings nicht Gerüst. Diese. Ja, die scheinen hier so, ich weiß nicht, ob das Symbol sein soll, gelockt sein. Das ein Schlüssel-Symbol da. So, jetzt. Auf jeden Fall habe ich das auch eine gute Aussicht da, weißt du, weil ist der Himmel. So, da kommt jetzt viel Blau nach. Jetzt nehme ich mal dieses, ich kann es nicht ganz, wobei ich könnte natürlich auch Rot, Gelb kommt da nach, vielleicht nehme ich auch Gelb. Wichtig ist, dass man halt mit dieser Rüstaktion sozusagen zwei Plättchen sofort legt. Man könnte natürlich auch sonst Gelb und Grün ranlegen, dann ist das auch egal. Ja, aber das sind dann natürlich zwei Aktionen, genau. Ja, okay. Ich habe jetzt, das ist jetzt meine zweite Aktion, lege ich Gelb hier hin, dann kommt es danach. Und dann für meine dritte Aktion würde ich mal jetzt hier einfach mal einen einsetzen. Einfach nur mal. Einfach, weil du kannst. Ja. Weil ich kann. Ja, das wären meine drei Aktionen und so sieht es jetzt quasi hier gerade mal aus. Was wir vergessen haben natürlich, du hast ja hier eine Krone gelegt, ne? Nur dass wir das hier mal machen. Die Königin ist natürlich ein Feld nach vorne gelegt. Das ist jetzt noch kein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegen wir hin, das klappt man. Ja, am Anfang ist das noch alles gut, sobald halt die Runde da, sobald die ersten Sachen weggeräumt werden, dann wird es schwierig, glaube ich. Ja, Piet, das heißt, du darfst wieder. Ich zeige das mal, ich nehme hier. Dieses schöne Plättchen. Welches? Dieses. Du willst ein Fensterchen bauen. Und wir ein Fensterchen bauen. Das heißt, ich nehme hier so ein Fensterchen, das runde Fenster. Mhm. Fenster kann ich nur bauen, da wo mein Bauarbeiter sitzt. Mhm. Ergo hat das Teil jetzt hier ein Fenster. Mhm. Verstehe. Damit ist dieses Gebiet 1, 2, 3, 4 Punkte wert. Und er hat mir natürlich auch ein gelbes mögliches Bauplättchen. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. So ist er wieder, der Piet. So ja, guck mal, dann gibt es hier zwei. Ah, das habe ich wiederum nicht gesehen. Das habe ich voll verpeilt. Was? Dass du noch. Ich dachte, dass ich dich hier eingebaut hätte, aber das habe ich wirklich nicht gesehen, dass da unten noch ein Platz ist. Ja, das war natürlich ein Epic Fail. Ein Epic Fail war das. Ja, noch nicht ganz. Der epische Mann, der Fail, sagst du. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Das war deine zweite Aktion. Das war deine zweite Aktion, mein Freund. Und die dritte, was ist das für ein Schaden? Könnte die dritte Aktion sein. Ich nehme mal hier so ein Rot und lege das mal hier oben hin. Ja, verstehe. Um mal einfach hier diese 5 abzugrenzen. Ja. So, kein königliches Siegel gelegt. Läuft noch nicht vorwärts, die Dame. Das passiert, wenn das hier aufgedeckt ist, der Schritt? Oder erst wenn man erst ausgedeckt. Ich würde jetzt, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, Piet, wenn ich diese Aktion mache, kann ich einen meiner Sachen verschieben. Das würde ich gerne einmal machen. Würde das Grüne nehmen. Das heißt, das kommt nach. Dann verschiebe ich meinen Stein hier rüber. Jetzt haben wir hier die gleiche Anzahl an Leuten. Damit gehört dieses Gebiet jetzt gerade erstmal niemandem, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dann als zweite Aktion würde ich das hier bauen. Ja.
Und als dritte Aktion wollen wir uns da mal so ein bisschen hart battlen um dieses Gebiet. Warum nicht? Weil es ja Spaß macht. Lege ich das quasi mal hier rein. Und genau, da seht ihr jetzt schon jetzt 1, 2, 3, 4 große Element. Ja, habe ich jetzt 2 von meinen Steinen drin, Piet gerade nur 1. Es geht doch immer viel, es geht doch immer schief. So. Es gibt aber auch noch Tokens, die haben wir hier noch nicht erwähnt, die können wir euch aber jetzt vielleicht hier mal zeigen. Man kann nämlich mit einer Aktion, die es dann auch gibt, so einen Token hinlegen. Dann würde mitunter so eine Figur für 2 zählen. Ne? Das könnte Piet machen, ne? Wenn er das Schier spielen würde, dann wäre die doppelt, ne? Dann wäre 2 gegen 2. Und man kann eine Figur auch noch so größer machen. Ich sag mal so, dann zählt die wie 1,5. Ne? Dann ist eine Figur zu einer immer noch mehr wert dann. Ne? Mhm. Aber das ist noch nicht passiert. Gucken wir mal. Ja, das waren meine 3 Aktionen. Schwierig. Bis jetzt fühlt sich so an, als wenn ich noch nicht in dieser ersten Wertungsphase noch nicht ganz aus dem Rennen bin. Ich gehe aber diesen Bulli-Teil hier, den Clash, das geht immer nach hinten los vor allem. Ne? Ja? Das erste, was ich lege, ist, legt man hier oben einen hin. Hm. Verstehe. Hm. Dann kommt der hier runter. Ja, und wir haben natürlich auch echt nur eine begrenzte Anzahl an unseren Einsatzsteinen hier. Ne? Das darf man nicht vergessen. Dann setze ich mal den hier ein. Dann macht er 9. Da bewegt sich jetzt die Königin hier. Ja. Das war die zweite Aktion, genau. Und die dritte ist. Jetzt hat er sich hier wieder ausgeglichen. Hast du nicht gesagt, du willst dich auf den Scheiß nicht einlassen? Ne, ich sitze ja auf Multicolor-Feldern. Ja. Also ich habe da ein Fenster gebaut, das lasse ich dir doch nicht. Genau. Also. Ja, das war mir fast schon klar, dass du das nicht willst, aber. Ich schenke dir dafür eine andere Ecke. Ja. Ich will. Deine Farbe. Hast du gesagt, dass du das willst, ne? Ich nehme mal das Teil. Mhm. Setze ich hier ein. Und auf die Königin. Genau. Dann läuft die Königin. Ja, die kann schon jetzt wieder auf ihrem Weg laufen. Dann würde ich als zweite Aktion, schon das hier machen, mich da einsetzen, dass ich hier in diesem Gebiet bin. Mhm. Und als dritte Aktion möchte ich mal das hier machen. Diese Aktion hier, die besagt nämlich, kann ich hier auch nochmal kurz rausnehmen, dass ich jetzt einen weiteren Stein einsetzen kann, irgendwo, nicht wo ich gerade gebaut habe. Und Piet hätte die Möglichkeit, das seht ihr hier in diesem optionalen Rahmen, jeder von uns hat eine solche Münze und Piet könnte diese Münze jetzt ausgeben, um nochmal eine Figur auf ein Plättchen zu stellen, wo aber angrenzend schon Ja, das funktioniert Figur ja nicht, steht. Weil es gibt ja keinen Nachbarn. Ja, ich will ja nur sagen. Ja, du machst das jetzt, oder? Ja, ich mache das jetzt und setze jetzt hier eine Figur ein. Ja, so ist und jetzt gibt es hier gerade, also bei hier darf Piet nichts einsetzen und das würde ihm ja auch gefühlt nichts bringen und das ist orthogonal, diagonal zählt. Weiß ich nicht. Das waren meine 3 Aktionen, Piet. Wie fühlst du dich so noch? Ich fühle mich super. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt hier noch 1, 2 Plätze, ne? Das auch nicht vergessen, 5x5. Nee, das ist nicht 5x5. Das geht hier bis zu 5x. Wir können eine Reihe bauen, wenn wir brauchen. Ich verstehe, okay, das ist nochmal gut für mich. Wenn ich zu oft 5x5 gesagt habe. Nee, hast du nicht. Der ist 5x unendlich. Okay. Hm, verstehe. Das heißt, wenn wir nachher beim Werten, was wird abgeräumt? Diese, beim Werten werden die ersten 2 Reihen abgeräumt. Okay, die sozusagen nahe an diesem, an dieser Auslage liegen. Guck mal, ich nehme mal den hier, weil es so schön ist, und aktiviere das mal. Ja. Und kann mir hier ein Plättchen reinlegen. Jetzt hat Piet die Sache hier so, na, jetzt kann er sich entscheiden, so eins von diesen Plättchen. Guck mal, der Arbeiter ist jetzt einfach mal 2 wert. Mhm. Ja, und das ist ganz wichtig, ich finde so, ich hätte hier Plus, also meine Ikonografie dazu wäre Plus und das gewesen, weil jetzt wirkt es so, als wenn das 3 wäre. Nee, aber ja, das bedeutet, der ist halt doppelt. Ist halt nur 2 wert. Ja, ich kann das ja für dich, warte mal. Ich stelle den einfach so. Ja, genau sowas. Auch ich hätte jetzt die Möglichkeit,
eine Münze, also meine Münze, die ich hier habe, abzugeben, um auch so einen Marker zu setzen. Einen anderen allerdings, du darfst nicht hier einen Zweier setzen. Mhm, deswegen seht ihr hier dieses Doppelding quasi. Ja, was aber, also aktuell hat Piet ja eine Wertigkeit von 3. Wenn ich jetzt diesen, dass einer ein größerer wäre, setzen würde, dann würde ich, ja, hätte ich sozusagen da auch dann die Mehrheit. Aber okay, ich mache das nicht, Piet, ich gebe nicht die Münze aus. Das war deine erste Aktion, ne? Mhm. Guck mal, lass mal die Königin laufen. Mhm. Geht hier eins nach vor. Das ist die zweite Aktion. Und als dritte Aktion musst du doch bestimmt hier einen Stein einsetzen, ne? Ja. Ich leg dir jetzt trotzdem ein. So. Ja, alles gut, alles gut. Ja, jetzt gibt es gerade irgendwie nichts mehr Blaues hier. Damit hat scheint Piet diesen Kampf. Hätte ich vielleicht doch die Münze aufgeben müssen? Ja, wer weiß, wer weiß. Nobody knows. Mhm. Baue ich das da oben einfach so ein bisschen aus? 1, 2, 3. Aktuell ist Peter noch gar nicht drin. Aber Peter hat auch noch 2 Steine, ne? Ja, aber die muss auch noch ein bisschen laufen. Sie muss noch ein bisschen laufen, ja. Das stimmt schon. Hm. Also ich würde mal 3 Aktionen. Könnte das wegbauen, vielleicht. Ich würde mal das hier nehmen, hier ransetzen, erste Aktion. Dann kommt das quasi hier nach. Mhm. Oh, das war grün, ne? Ja, das war grün, genau, das habe ich noch. Das war grün. Zweite Aktion. Dann würde ich mal hier zweite Aktion machen. Mhm. Nee, warte mal, dann nehme ich. Oder? Ja, doch, nochmal, ich gucke. Nee, ich nehme das gleich. Nee. Zweite Aktion. Das ist ein grünes. Und dann dritte Aktion. Jetzt hier mal alles ein Ende setzen. Ja. Dann, ich hätte erst das genommen, glaube ich. Und ja, das sind meine 3 Aktionen gewesen. Und jetzt konnte ich natürlich auch keinen mehr einsetzen. So, ne? Waren ja 3 Aktionen, habe 3-mal gebaut. Ja, ja, ja. Und da hat sich das hier schon auch gefüllt auf einmal, unser Areal. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. 1, 2, 3. 4, 5 Felder ist gelaufen. Ja. Mhm. Ah, musst du noch ein bisschen, ne? Ein bisschen musst du noch. Mhm. Und Piet hat noch 2 Steine und ich habe noch einen hier. Das ist die große Krux wahrscheinlich. Ja, eins. Ist die läuft hier noch ein weiter? Mhm. Ach nee, das ist ja weg. Ja, das habe ich den. Diesen Fehler habe ich vorhin auch schon mal gemacht. Mhm. Wenn man hier oben, muss man es zuerst machen. Aber dann ist das Teil natürlich weg. Ne? Zweite Aktion. Mhm. Toll. Mhm. Ich hoffe jetzt einfach mal. Mhm. Geht hier hin. 3, okay. Dann kommt das hier runter. Ne? Mhm. Das wäre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Es wird auch als das riesere Carcassonne. Ja, ja, das kann ich mir, das kann ich mir auch irgendwie ein bisschen vorstellen. Aber weiß ich nicht. Aber es kann ja schon frustrierend sein. Dem gebe ich recht.
Reaktion, Chef. Ja. Ich überlege aber echt, wie viele Punkte habe ich denn hier eigentlich verloren? Nee, das ist doch 3 zu 4. Du bekommst hierfür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Du bekommst 8 Punkte dafür. 8 bisher. Punkte, ja, bisher. Und dann hast du hier nochmal 3. Dann würdest du also 11 Punkte bekommen. Und du hast hier auch 3. 1, 2, 3. Ja, das wenn hier ein rotes Index hast du sogar 5. Ja. Erste Aktion lege ich mal hier hin. Hier einen Schritt. Okay. Zweite Aktion lege ich das hier hin. Mhm. Warte. Ja, leg das mal nach. Ach, weil da nur grün ist, oder was? Ja, okay. Und dritte Aktion gehe ich da schon eins vor. Mache ich mal. Ja, aber dann kriege ich das ja. Du hast noch einen, wa? Einstein. Hier, wir wissen nicht, wann sich was bewegt, ne? Das wissen wir jetzt. Wie, wann sich was bewegt? Wir wissen nicht, wann sich die Königin bewegt. Das erkennen wir nicht an diesem Plättchen. Nee, das sieht man nicht. Das erkennen wir nicht an diesem Plättchen. Also wüsste ich nicht. Vielleicht tut man das, ich tue es okay, nicht. Ja, das mag möglich sein. Ich tue das auch nicht. Ah ja, okay. Ja, das waren meine drei Sachen, ne? Also 1, 2, 3. Bin ich immer gespannt, Pete. Wie ein Flitzebogen. Ich glaube, Pete wird auch, hat in der ersten Wertung steht er auf jeden Fall schon mal besser da. Die ganzen Marker, die hier gelegt wurden sind, die werden natürlich mit den Figuren nach der Wertung. Ja, aber die Fenster bleiben, glaube ich, wenn wir jetzt ein Fenster legen. Wenn es nicht dann abgeräumt wird, sozusagen. Wenn es nicht abgeräumt wird. Mhm. Ja. Okay. Ich versuch mal was. Ich nehme mal das hier. Du baust noch mal ein Fenster. Ich baue noch mal ein Fenster, weil ich hier so rum. Krass. Ne? Nur ein Fenster. Ja. So, was kommt nach? Ach, verdammt. Was kommt nach? Das wusstest du doch, was nachkommt. Nee, was hier drauf ist. Ja, ja. Ist die Frage. Das wusste ich, aber ich wollte wissen, was das ist. Was das nächste ist. Weil, also, ich kann ja jetzt meinen Plan ja sagen. Mein Plan war eigentlich, den hier hinzulegen und dann halt so ein noch einen Token zu legen, um das Teil grün zu machen. Mhm. Aber das geht halt nicht. Also, wenn ihr euch fragt, wie das geht, wir haben hier so ein Färbungs-, so eine Narrenkappe, da können wir einen Teil umfärben. Oder mit einfärben, das ist dann auch zweifarbig. Mhm. Ja, dann machen wir die Sache einfach eindeutig. 2. Achso, gebe ich dir einen Punkt? Machst du ja. Hier, 2, machen wir so. Dann läuft die hier ein. Mhm. Ach, jetzt kommt das, was ich brauche. Aber ich löse mal die Wertung aus, damit sie mal vorangeht. Und zwar 3. So. Mhm. Okay. Plopp, plopp. Und jetzt wird halt einfach gewertet. Also jeder hat halt noch einen. Nee, du hast alle eingesetzt, ich habe halt noch einen über, also nicht effektiv gespielt wahrscheinlich, aber es ist auch egal. Wir fangen einfach links an. Das erste ist das Blaue, was hier gewertet wird, würde ich einfach mit anfangen. Oder fangen wir mit dem Roten an, das ist ja 1, 2, 3. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil das doppelfarbig ist. Ja. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich wollte nichts sagen, Pete. Das war nämlich sehr nett, dass du das da hingelegt hast. Eben das Teil. Ich wusste nicht, dass das zweifarbig ist. Also, so hat er mich ausgetrickst. Das heißt, deswegen glaube ich auch mit meinem Marker vor. Ja, ein bisschen, genau. Ja, das ist 6 Felder groß, genau. Bist du auf der 6? Mhm. Dann kriegst du noch hier das Grüne. Das sind 2 Felder. Ja, ein Glück ist es 2 Felder, ein Feld alleine zählt nämlich nicht. Ja, da habe ich Glück gehabt. So. Aber du hast ja natürlich hier ein sehr gutes. Also wir haben hier den Blau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 7, 8, weil dann das dann 2er ist, dann kriege ich also 8 Punkte. Was ich dir vergessen habe zu sagen. Ja, das ist so. Für alle Leute, für alle Bauarbeiter, die du in der Region hast, die du nicht gewertet hast, kriegst du einen Punkt. Also kriegst du noch 3 Punkte. Okay. 1, 2, 3. Das ist so ein bisschen so ein Ausgleich dafür, dass ich diesen Kampf hier verloren habe. Und dann ist es natürlich aber so, dass Peter hier unten dieses Gebiet noch hat. Genau. Also wir können ja, oder wollen wir hier... Hier ist kein weiteres, weil das ist grün. Genau. Das zählt also nicht, das wird nicht gewählt. Und dann hast du aber hier 1, 2, 3 plus die 2 sind 5. Genau, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. 13 zu 11? Ja. Dann werden hier alle runtergenommen. Das heißt, die kommen alle nach Hause. Die haben jetzt erstmal Ruhepause. Haben genug gebaut für die Runde. Und die Marker kommen natürlich mit, die sie benutzt haben. Und dann kommt der große Klatsch. Die sind jetzt, die gelten als fertiggestellt. Mhm. Und deswegen werden sie halt abgeräumt. Ja. Okay. Und gehen in den Ablagestapel. Und das wird hier rübergezogen? Das wird rübergezogen. Mhm. Also generell würden die vorher rausgehen, da die aber mit abgeräumt werden, das ist jetzt nicht so wild. Weil hätten wir die jetzt aufgebaut, würden jetzt die Gerüste würden jetzt auch verschwinden. Mhm. Da können also so kleine Lücken dann entstehen. Und ja, jetzt ist der Marker, startet quasi jetzt von hier, ne? Geht wieder die Schritte weiter. Ja, sie läuft jetzt von der 10 weiter. Sie läuft jetzt von der 10, also ja, klar, also von hier. Genau, sie läuft da einfach weiter. Ich hab's beendet, du fängst an. Ich hab's beendet, du hast beendet. Ja, okay, okay, okay. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier so ein relativ nettes gelbes Gebiet, ne? Muss man festhalten. Aber gelb kommt erst da so ein bisschen mit rein. Gelb kommt da mit rein. Und das ist gelb so. Kommt irgendwo mit rein, ja. Gelb kommt irgendwo mit rein. Das Verschieben kann ich auch noch nicht. Das kommt da mit rein. Also wenn ich das hier nehme. Jetzt geht's los. Jetzt wird schon der Grübeln los. Und natürlich ist das auch eine Möglichkeit zu schauen, wie bereite ich denn die nächste Runde vor? Ich habe die Sachen jetzt natürlich nur irgendwo hingelegt. Mhm. Und man könnte natürlich sagen, okay, dann baue ich hier noch was oder baue das halt nicht, weil du halt als nächster dran bist. Mhm. Und ich sehe ja, hier ist ein grünes Teil, kannst du hier gut anlegen. Ja, das ist schon mal 3 Punkte. Vielleicht. Vielleicht, ja. Das ist ja gehüpft, wie geschwommen. Ich mach mal dieses Teil, dann rutscht es danach, wa? Und ich lege das mal. Ich kann das ja auch hier hinlegen, quasi. Nee, das rutscht dann nach links. Achso, das rutscht immer, weil du meintest, in freie Slots oder so? Naja, aber du musst immer links irgendwie anlegen. Ich kann gleich nochmal schauen. Ja, okay, So habe ich das. Muss das jetzt auch nicht krasser machen. Also du kannst jetzt nicht hier einen Teil hinlegen. Okay. Nee, das geht erste halt Aktion, wenn halt eine Lücke entsteht, weil da ein Gerüst war, ist das was anderes. Ja, aber erste Aktion wäre das. Mhm. Zweite Aktion. Oh. Ah, weiß leider, was ich hätte leider noch mal hätte noch eine Aktion gerne, aber das geht leider nicht. Ja, du hast nur 3, aber das ist ja auch genug. Ja, ich setze mich mal hier hin. Nee, du kannst dich nur da... Entschuldigung, ja, du hast vollkommen recht. Wo du auch das Teil gebaut hast. Man kann also auch nur einsetzen, wenn man ein Teil gelegt hat. Ne? Das ist auch noch so. Okay. Hier. Okay. Oh, ich bin wieder... Ich hab dann jetzt... Ja, was? Okay. Ja, alles fein. Okay, 1. Mhm. Ja, das hätte ich nämlich auch gerne benutzt, das Teil. 2. Mhm. So. Ja, da habe ich überlegt, ob ich das wegnehme, indem ich die Aktion da spiele. So. Wahrscheinlich wäre das cleverer gewesen, ne? Und irgendwie habe ich doch gehofft, da habe ich das. Ja, aber haben wir hier jetzt ein Gemeinschaftsbauprojekt hier, ne? So ein Gemeinschaftsbauprojekt, ja. Verstehe. Wer kennt das nicht? Wer kennt es nicht? Genau, wer kennt es nicht? Aber alles, was so ist, ist halt irgendwie doof. Das sagst du. Ja, weil ich würde gerne das nehmen, aber komme ich ja nicht ran. Ja. So, das kann ich festhalten. Was habe ich auch schon gespürt mal. Weißt du was? Nimmst das Rote. Mhm. Das ist übrigens ein rot-grünes Feld. Ja. Dass das nochmal klar ist. Damit das nochmal klar ist. Pack ich mal da dran. Und dann läuft die Dame nochmal in vor. Ist da so ein bisschen abgeschnitten. Naja, so.
mich ist es ja eine Farbe. Für mich zählt es einerseits eine Farbe, für dich halt nicht. Was du da machen möchtest. Tust du das? Ich nehme mal das hier, erste Aktion. Mhm. Hier, eins weiter. Zick. Erste Aktion. Mhm. Mache ich hier mal zweite Aktion. Und dann. Joker an Joker geht nicht. Ja, genau. Ja. Mache ich hier mal dritte Aktion. Was ist grün-blau ja hier gewesen? Grün-blau. Genau, ich hätte jetzt hier nicht den Joker-Teil anlegen können. Mhm. Gut, mache ich mal eins. Mhm. Jetzt hat er hier 1, 2, 3, 4 Felder auch schon wieder besetzt. Alles so komisch. Dinge, die man nicht. Alles so komisch. Das ist 3, meine dritte Aktion. So, ich werde als erste Aktion mal das hier ausführen. Das bedeutet, ich kann ein Plättchen wegnehmen. Das kommt weg. Das auch quasi damit. Yep. Erste Aktion. Erste Aktion war das. Könnte ich da drum betteln? Da ist ja, glaube ich, auch nicht. Da komme ich rein. Aber ich könnte natürlich jetzt hier noch ein gelbes hinlegen und meine Figur aufstellen. Weil der hier nervt echt schon ein bisschen. Der nervt! Der nervt schon so ein bisschen. Tut mir leid, dass mich mal meine Holzstücke dich nerven. Ja, ein bisschen. Klar. Aber du kannst auch einfach ein blaues hinlegen. Also hier liegt ja noch eins, was Schaltraum ist hier oben drauf. Und dann ist das halt erstmal gegessen. Dann nervt er gar nicht mehr. Das war nur noch ein Grün. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn du dann ein gelbes hinlegst und nicht rauf, das gibt ja noch genug andere Gelbe, um danach nachzuziehen. Aber nachher legst du hier wieder ein gelbes und machst dich darauf. Ja. Da habe ich Angst vor, Piet. Ich mach mal hier 2 und 3. Mach ich mal. Ja, aktuell sind wir hier im Gelben. Quasi hebt sich das auf. Hier in dem grünen Gebiet habe ich Mehrheit. Piet ist natürlich hier in dem roten Gebiet klar vorne und hier in diesem Mini-Blauen. Keiner Rede wert, sozusagen. Meinst du? Da liege ich gerade noch vorne. Keiner Rede wert. Ja. So ist er. Ach. Ich nehme hier eins. Das ist ein gelb-blaues Bild. Hätte das gedacht, ne? Scheiße. Ja, gesagt. Gesagt, ich wollte gelegt ist. Ja, da hast du aber doch eben schon realisiert, ja, dass du nicht funktioniert. Das ist bei mir immer so, egal. Also erste Aktion, dann läuft hier noch ein Schritt. Und zweite Aktion wirst du da sicherlich jemanden raufstellen. Ja, richtig. Und dritte Aktion? Ja,
nehme ich mal die hier. Stellst du noch mal irgendwo was hin? Stelle ich noch mal was hin. Hier stelle ich nochmal jemanden hin. Du darfst ein Geld ausgeben und kannst benachbart. Also ich könnte hier irgendwas oder da hinstellen, ne? Aber hier hast du ja vernünftigerweise, ne, hättest du die Figur hier hingestellt, hätte ich hier einen hinstellen können. Dadurch, dass du den hier platziert hast, kann ich ihn eben. Ja, also das, du könntest halt hier einen hinstellen, wenn du das rote betteln möchtest. Und dann hast Unentschieden geht halt an keinen. Die Münze kriege ich, aber wir können es ja mal zeigen, die Münze kriege ich erst wieder, wenn Pete quasi auch eine Münze ausgibt. Aber ich mache das einfach mal. Ne, du musst nicht. Oder? Oh, doch, also. Komm, ich gebe mal die Münze aus und dann einfach nur, dass wir das machen. Mein Gott, warum nicht? Ja, ja, weil ich jetzt dich in der Hand habe. Ja, auf jeden Fall. Richtig hast du mich in der Hand. Ich kann die beiden auch... Ja, genau, du kannst damit auch noch ein bisschen rumspielen. Jetzt kann ich Leute nerven. Nö, verstehe. Du hast ja jetzt gerade 1, 2, 3 Dringer in Gelb. Dinger in Gelb. Ja, dafür hast du halt zwei in, also das sind halt zwei andere Dinge, wo ich noch nicht rankomme. Dann mache ich mal 1. Hier mache ich das hier unten, hier oben. Ich lege das mal hier oben hin. 1. Jetzt kann ich mal gucken, ob es nach links rutscht. Ach so, ja, das wäre gut. Ja, guck nochmal, ob das hier rüber. Aber ich glaube, es muss nur angelegt sein. Place Builder, Place Vault. Must be adjacent. Ja. Oder es muss in die erste Linie, also First Row under the Game Board. Ja, muss nur angrenzend gebaut werden. So frei kann nichts stehen. Mhm. Das, was du meintest, na hier könnte ich jetzt nicht machen, ja, dann würde ich das rüber gucken. Ist sie gelaufen? Ja, habe ich gemacht. Jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich hier, aber mich hier nochmal reinzusetzen, dann ist es ja immer nur 2 gegen 3, dann müsste ich ja schon irgendeinen Doppelmarker nochmal da reinzaubern. Könnte vielleicht passieren, vielleicht auch nicht. Und dann mache ich es nur wieder größer. Ich kriege da nur für meine Leute einen Punkt. Für meine Leute. Für meine Leute. Die Leute wollen, dass was passiert. Das finde ich eigentlich nicht so geil. Gott. Das ist ja auch eben meine zweite Aktion gewesen, ne? Wirklich? Oder habe ich das völlig verwirrt? Was war deine erste? Das habe ich eben gemacht. Du hast auf jeden Fall das blaue Teil angelegt. Das war meine, ja, dann ist das meine erste Aktion gewesen, glaube ich. Noch nichts weiter. Ich habe das blaue da hingelegt. Ja, eingesetzt kannst du keinen haben. Nee, davor habe ich nur, das war ja mein Bonus. Ja, das war mein Bonus. Genau. Dann war ich mein erstes, das erste gewesen. Dann habe ich noch 2. Mhm. Dann habe ich noch 2. Das heißt, ich nehme mal das hier. Dritte Aktion. Dann nehme ich mal das hier. Das wäre dann die. Will ich das da hinlegen? Oder ich lege das mal hier hin. So, das sind meine 3 Aktionen gewesen. Lucky, lucky. Lucky, 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 lucky. Die ist schon wieder, dieses Gebiet hier ist schon wieder. Da kann das Fenster nochmal werten. Also dieses Fenster, das hast du wirklich schön dir da hingebaut. Ja, das ist mein Fenster. Ja, das mag ist, ich. Ist auf jeden Fall dein Fenster. Da hast du total recht. Ich überlege gerade, ob ich noch eins brauche, weil es einfach geht. Einfach, weil du es kannst. Ja, gerne hier ins grüne Gebiet. Nicht? Kannst du ja gerne machen. Du willst gerne ins grüne Gebiet, sagst du? Ist nicht.
Weiß ich nicht. Machen wir die Aktion hier. Das heißt, du nimmst irgendwo einen raus. Ja, komm zurück. Hm. Jetzt darf ich einen von deinen verschieben, weil bezahlen kannst du mich nicht, dass du es selber machst. Ah, siehst du, ja. Da kommt jetzt der Gemeinheitsfaktor. Das ist der Gemeinheitsfaktor, wieso man seine Münzen nicht aufgeben sollte. Kriege ich die denn wieder eigentlich, wenn du das machst? Nee, erst wenn ich was bezahle. Und der rutscht hier mal rüber, weil er so Spaß hat. Mhm. Okay. Eins. Ei. Mhm. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ich zeige das mal. Ich mache hier mal zwei, lege ich mal einen Token hin. Und zwar kriegt er hier mal eine Narrenkappe. Mhm. Und was hast du jetzt? Na, der darf am Ende, wenn Wertung ist, darf ich da eine Farbe hinzufügen. Erst in der Wertung, also zum Beispiel grün. Zum Beispiel grün. Damit er in das grüne Gebiet zum Beispiel zählt. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich den hier noch mache. Aber ich mache das mal als zwei. Mhm. Und dann nehme ich hier nochmal eine Aktion. Was hast du eben eigentlich verschoben? Den da oben, ne? Mhm. Dass mir keiner am Blauen sitzt. Und ich benutze die Aktion und schiebe den hier einfach runter. Mhm. Okay, dann waren das drei Aktionen. Dann würde ich mal diese machen als Aktion. Ich würde die hier rausnehmen. Mhm. Und willst du eine Münze ausgeben? Dass ich mich selber verschiebe. Mhm. Der schiebt man noch da. Der würde runtergeschoben werden. Mhm. Und der wird weggeschoben. Hat euch Piet nervt mit den Münzen? Müsst ihr das in die Kommentare schreiben? Dann wird er nicht aufhören. Oder vielleicht doch. Wer weiß es. Will ich selber was schieben? Ja, das ist halt hier deswegen die Sache. Na, jetzt kann eine Münze ausgegeben werden. Ich vermute, ich bin nicht so. Wird sicherlich schon daran liegen, weil du denkst, das ist besser. Nee. Das ist egal eigentlich. Mit dem Marker hast du dich jetzt da verstanden. Ja, das ist ja er. Der Marker ist ja für den. Der hat die Narrenkappe auch. Das ist ja seiner. Verstehe, verstehe. Hm. Der hat die Narrenkappe auch. Mhm. Das war meine erste Aktion. So, wenn Piet das hier für zu gelb wieder macht, dann ist er hier immer noch in diesem. Ja, dann läuft er durch die Gegend mit seiner Kappe. Mhm. Ja, verstehe. Verstehe. Wenn ich einen Arbeiter aufwerte, dann kann ich auch den mit der Narrenkappe zum Beispiel aufwerten, aber er darf am Ende immer nur einen Teil haben. Ich kann also die Fähigkeit von ihm wechseln. Mhm. Kriegt dann das Plättchen wieder. Aber. Das wäre dann die Option. Dann mache ich mal meine zweite Aktion und hier meine dritte Aktion. Wie es immer so ist. Er hat noch zwei von seinen Figürchen. Ja, du, das ist so leider. Ja. Schwierig, mein Freund. Nee, das will man ja nicht machen. Ja, naja. Im Notfall macht man es einfach. Aber es gibt kein Blau, aber das ist ja scheiße. Guck mal hier, eins. Hm.
wirst du da bestimmt jemanden einsetzen. Zwei. Wer hätte das gedacht? Hat mich ja so glorreich vertrieben gehabt. Ja, er hat dich glorreich vertrieben. Hm. Wie das alles gelb ist. Ekelhaft. Hier komm, ich nehme mal den hier. Drei. Und was willst du denn ein? Nee, die bestimmt nicht. Mal zwei gibt's nicht, aber hier der ist jetzt zwei wert. Ich könnte jetzt wieder eine Münze ausgeben, um auch noch was zu machen. Aber ich mache es, glaube ich, mal nicht. Ich mach das mal nicht. Dum, 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 dum. Eins, zwei, drei, vier. Hey, 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 hey. Ei, 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 ei. Ich mach mal diese Aktion hier, erste. Und das raus. Dann mache ich mal die zweite Aktion hier. Ich nehme den hier mal. Ja, warte mal. Hm? Da habe ich irgendwie gedanklich. Gedanklich dachte ich irgendwie gerade an was anderes. Ich glaube, ich habe irgendwie. Glaube ich gerade was falsch gedacht, aber man kann es ja nie wissen. Ich nehme mal den runter hier. Möchtest du eine Münze ausgeben, um jemanden zu verschieben? Das ist deine erste Aktion? Das ist meine zweite Aktion. Dann nicht. So, also der hier ist ja, der wird hier theoretisch mit aufgehoben. Und der ist hier in diesem blauen Ding drin. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder groß. Dann schiebe ich den mal hier runter. Und dann würde ich nochmal was weg. Nehme ich nochmal was weg. Dann nehme ich nochmal ein Plättchen weg. Dritte Aktion. Ja. Da sind ein bisschen ein paar Löcherchen entstanden hier. Musste mal abgerissen werden wieder. War irgendwie, war nicht richtig. Hast du nicht richtig gebaut? Nee, ich nicht. Also du anscheinend. Nee, ich habe da ja gar nichts. Da habe ich ja nicht mal was angefasst, mein Freund. Und du hast komische Sachen wahrscheinlich angebaut. Ich habe komische Sachen angebaut. Es gibt ja auch gleich komische Sachen. Mhm. Ja, ja. Ja, doch. Ich habe komische Sachen angebaut. Weißt du? Das sagt er hier in seinem jugendlichen Leichtsinn. Das ist beides rot-gelb, oder was? Ja. Aber das ist hier schon ein Multiteil? Nee. Ja, das kann irgendwie. Nee, ist kein Multiteil. Gut, dann nehme ich immer rot-gelb. Aber das machst du dann ja auch noch zu gelb. Ne? Oh, diese Auslage auch echt. Ey. Das ist echt schrecklich. Schrecklich. Nee, nicht umdrehen. Richtig. Schrecklich. Dann läuft er an. Die Dame läuft an. So, deine erste Aktion, dieses Feld da einsetzen. Ja. Zweite ist das hier. Wäre doof, das nicht zu machen. Und das dritte. Was muss denn weg? Und das dritte ist hier.
Piet löst schon wieder die Wertung aus. Ja, ja, ja. Dann werten wir noch mal hier. Ich muss schon mal, weil wir müssen ja machen. Wie mischt ihr eigentlich Plättchen? Ihr Plättchen mischt? Also wie macht man das am besten? Na, ist das nicht so dieses so ineinander so? Das so also ineinander? Ja, sieht man jetzt da gerade nicht in der Kamera, aber ja, ja. Aber ja, dieses zwei Haufen so ineinander. Ja, rein, ja, wir haben auch die hohe Kunst nochmal. Also, werten wir mal dieses Terrain hier in Rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 rote Teile. Und Gott verdamme ich, Piet hat natürlich 2, also hat 7 Punkte. Reingesneakt durch den Joker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Steht also hier. Na, darf ich dir da mal einen guten Tag sagen? Ja, zeige ich euch, also, ob ich das hingegangen. Ich bekomme immerhin einen Punkt dafür. Die bleiben aber noch so lange drin, ne? Die werden ja nicht rausgenommen. Naja. Piet bekommt hier noch 1, 2 Punkte. Achso, das grüne Teil. Das grüne Teil. Okay. Ja. Genau, damit ist diese Sache hier durch. Hier jetzt, Piet, was soll das für ein Feld? Gelb. Ja, aber wir machen erstmal grün. Das heißt, 1, 2, 3 grüne. Ach, das ist ein Doppelfeld? Ja, das ist ein Doppelfeld. 3 grüne. 1, 2, 3. Und jetzt ist das gelb. Das heißt, das gelbe. Hat er, hier sind ja 2, 3 zu 2, hat also der die Mehrheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, das ist auch noch. 9, ne, das ist nicht gelb. Ach, grün? Grün, genau. 9 plus 2 sind 11. 11 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dafür gibt es hier so ein plus 30 ding, ding. Marker. Ja, da, plus 30. Das hat auf jeden Fall gemetert. Und du ich bist zwei. zwei. Ja, genau, überlegt mal. Überlegt mal. Das hier laufen, würde ich sagen. Ja, was immer du abreißen wolltest. Abreißen war nicht gut. Kann man so. Ja, wer weiß, ob es nicht. Es hat vielleicht nichts geändert. Ich weiß nicht, ob es was schlimmer gemacht hat. Das kann ich jetzt schwer sagen. Ja, das ist immer schwer. So, dann gibt's aber du wolltest es ja hart und dreckig. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es richtig. Also dreckig ist es noch nicht. Ja, das sagst du, aber jetzt kommt das hier wieder rüber. Ja, die Teile sind doch raus. Die kommen auch nicht wieder. Die was kommen? Achso, die kommen. Weil wir sind jetzt schon beim zweiten Durchgang. Das heißt, wenn der Stapel durch ist, ist auch vorbei. Oder wenn die Königin jetzt nochmal in Schritte geht. Naja, okay. Das heißt, was immer zuerst eintrifft, löst dann halt die Wertung aus. So. Das Fenster ist richtig gut, ha? Steht immer noch da. Ja, das Fenster, mega Fenster. Das ist richtig. Und du hast schon wieder die Wertung ja ausgelöst. Ja, muss ich. Oder werden Fenster komplett. Ja, jetzt, wo es zweimal gewertet ist. Komm, ich kann ja die 2 Punkte. Jetzt, ja. Jetzt willst du das entfernen, wo ich mal vielleicht das nochmal werten könnte. So ist er, der Piet. So ist er, der Piet. All their builders in Promotion Tokens. Ich würde. Aber ja, das ist ja keine Promo. Also, das zählt nicht so weit. Ich würde, glaube ich, meinen. Ja, Wertung auslösen ist halt immer mächtig. Ne? Das muss man halt also immer auch bedenken, wie weit kann der andere vorlaufen. Ich gehe mal hier hin. Oh, jetzt geht's los. Deswegen hat er da den Slot gelegt. Meinst du? Ja, damit er jetzt mich schön in das Gelbe reinsnackt. 1, 2. Und was kann man dann noch Tolles machen? 1, 2. Dann würde ich, glaube ich, mal. Das muss ja irgendwie. Ach, das dann tun. Kannst du schon wieder das da nehmen? Was kann ich nicht? Nix, Piet. Nee, ich muss das mal hier hinlegen, dass du das nicht schon wieder dir besser anlegen kannst. Lege ich das dritte Aktion hier hin und die Dame wandert hier weiter. Wo soll ich das dann sonst anlegen? Ja, also vielleicht schon, aber dass du denn da wieder jemanden raufstellen kannst. Halt. Oh, Entschuldigung, ja. Weißt du, das meine ich, dass du dann niemanden. So, das Blau-Gelbe meinst du? Ja, also hier hätte ich es nur so hinlegen können, weil ja, überall Joker sind. Stimmt, ne? Aber also, du hättest dich ja dann hier raufstellen können. Ah. Dann hättest du da vielleicht wieder, wärst du wieder auf so einer Doppelfunktion und hättest hier wieder irgendwie gelb, da, hier kommt ja ein bisschen gelb, da wieder irgendwie noch was gebaut, so deswegen.
so ein bisschen Sorge, nenne ich es mal so. So eine kleine Sorgili. Also du meinst so zum Beispiel. Eins. Zwei. So, das ein zweiter hier wieder. Ja. Und dann hier. Genau sowas, meinte ich. Ja, aber da hätte ich ja jedes Teil anlegen können. Ja, das. So viel konnte ich ja jetzt auch ja. Nicht, nicht hinkriegen, gefühlt. Ich spiele da mal mit. Ich merke schon. In grün und blau. Du spielst da mal mit in grün und blau. Blau, gelb ist da, da ist grün da. Den einfach nur wegschieben. Ich muss ihn einfach nur. Wo schiebe ich ihn hin? Aber das wissen wir wieder alles nicht. Nach grün oder nach blau wäre ich geschoben. Ja, Schiebung! Das ist alles so mäßig toll, muss ich festhalten. Im Moment hast du doch aber eins, hast du doch die gelbe Macht, oder? Die gelbe Übermacht bin ich. Man muss da also nur verdoppeln und hoffen, dass du wertest. Ja, genau. Doppeln und hoffen. Aber sobald jemand einen Verdoppler reinlegt, ist das halt so die Kriegserklärung, glaube ich, dass da jemand, dass das Battle ein so um das Teil einfach losgeht. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich nämlich auch. Das funktioniert ja nicht. Ach ja. Ich mach mal. Das lege ich an, dann kommt das nächste runter. Gut, ja. Was ist das nochmal für ein Gelb? Das ist ein Gelbes. Eins. Zwei. Na, guck mal, spiele gleich mit. Eins, zwei. Dann mach ich mal. Könnte ich noch einen setzen? Hiermit könnte ich noch einen setzen und du könntest auch einen setzen, wenn du würdest wollen. Benachbart. Und wenn ich das gelbe Teil kriege, dann kann ich hier auch anlegen. Ja, das ist cool. Nur so. Ja, ich weiß schon. Ja. Aber mit diesem Setzen können ist auch nicht so. Ach, ich weiß nicht. Ich leg mal das hier hin. Zack. Dritte Aktion ist hier. Also er schwitzt schon mit dem, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich schwitze wirklich schon gefühlt ein bisschen. Also eigentlich brauche ich ja nicht schwitzen, weil Pete ist ja 30 Punkte locker plus irgendwie 45 oder was. Aber wir wollen... Also musst du 10, 20 Punkte sind. Und also wenn es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, also ein bisschen was musst du schon machen. Sehr gut, Pete. Ein bisschen musst du dich hier schon mal anstrengen. Ja, ja. Ein bisschen musst du dich schon mal anstrengen. So habe ich es nicht gesagt. Aber bevor was Doofes passiert, benutze ich immer das Teil. Du baust zwei Sachen. Aber hier Ende mit dem Geländer. Das ist dann die erste Aktion. Zwei. Dann läuft das hier. Zweite Aktion und dritte Aktion, Pete. Ich setze mal ein. Ich hatte das gedacht. Mal kurz überlegen, was ich tue. Du. Hast du mal kurz überlegt? Ja, ich dachte, kann man mal tun. Mann. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Mann. Wenn jetzt, da kann man schon eine Menge grübeln und eine Menge Fehler machen. Ja, auf jeden Fall. Zweite das Aktion. Das ist geht. Mhm.
jetzt, ich kann da was, könnte da was weg. Wegnehmen. Könnte da was wegnehmen. Egal. Dann zählt der nicht mehr zu blau, wenn ich das da wegnehme. Aber dann könntest du natürlich. Dann könnte ich da natürlich wieder, ja, und hier und da. Ja. Ach komm, ich mach's trotzdem mal. Ich mach mal die Aktion und ja, leg mal das hier weg. Was soll man machen? Nein. Ich hab das da weggelegt. Weg damit. Das waren jetzt drei? Hm, genau, das war hier. Eins, zwei und drei, das weglegen. Ein kleines Loch. Die Lochbautechnik. Ja? Hat einfach wieder nicht gepasst. Fehler. Ein Fenster zu viel, abgerissen. Fehler in der Matrix. Fehler in der Matrix, genau. Okay. Fehler in der Matrix. Das heißt, dass der da nichts mehr wert ist, meinst du? Mhm. Naja, also für Blau wertet es nicht, aber für Grün natürlich noch. Für Grün, ja. Im Grün-Business ist das schon noch, aber damit ist er auch gerade 1 gegen 1. Blau ist hier auch 1-1. Wahrscheinlich mal wieder irgendwelche Marker hinzaubern können. Ne? Liegt ja auch hier so ein Face. Ja, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Bist du? Ja. Na dann. Das ist ja wenigstens schon mal schön, dass du mich hin und her reißt. Ein bisschen hin und her gerissen ist, der Peter. Ja, das stimmt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Schöne. Aber welche nimmt man? Und eigentlich will ich da ja blau reinkriegen. Also, um das. Das ist rot. Das ist cool. Um das nächste blaue zu kriegen, musst du hier was machen, dass es nachrutscht. Ja, wenn man das behalten möchte, dann ist das richtig. Weil wir uns battlen, meinst du? Ja, ich mach das einfach mal. Oder du machst das und dann... Ich versuch das mal zu retten. Was versuchst du zu retten? Das ist grün-rot. Mhm. Eins. Mhm. Wieder einen Schritt weiter. Keine Ahnung. Zwei. Zwei, ja. Und natürlich muss die Lücke mal wieder geschlossen werden. Ja, drei. Mhm. Verstehe. Das war nix. So, los geht's. Das ist der ZNW2. Keine Ahnung, was man da so treibt. Uiuiuiui. Dass du immer auf diesen Doppelfeldern sitzt, das nervt so ein bisschen. Warte mal kurz. Ja, auf einem was wie. Ja, ich sitze auf zweien. Ja, aber die ja auch irgendwie angeschlossen. Dieses Doppelfeld generiert ja keinen gelben Zuwachs zu irgendwas. Noch nicht, aber hier kommt ja ein gelbes Teil. Ja. Genau, Pete. Wir haben ein bisschen planen. mache ich den. Das ist ja dieses grüne. Wie groß ist das blaue Gebiet eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist 9 Felder groß. Ich weiß also nicht. Ich mache mal hier, ich mache jetzt mal einen Token. Hier, dass das ein Doppelstein ist. Mhm. Möchtest du eine Münze ausgeben und einen anderen Token setzen? Nee. Das war die erste Aktion. Zweite Aktion. Zwiezwar Zwulli. Zweite Aktion. Hm.
Dann mache ich hier mal. Was war das? War meine zweite Aktion? Nee, das war meine erste Aktion. Erste Aktion, jetzt kommt die zweite Aktion. Das war irgendwie so zweite Aktion. Naja, und jetzt kommt die dritte. Was ist das? Grün? Mhm. Damit sind wir jetzt in grün 2 gegen 2. Ne? Mhm. Fühlt sich jedenfalls so an. Und im Blau sind wir gerade auch 2 gegen 2. Ja? Sind wir richtig? Sind wir das? Ja. Aber das kann sich ja noch ändern. Ich nehme mal hier. Mach mal eine Fähigkeit. Du setzt einen Marker. Mhm. Der wird mal farbig. Ich bin eine dritte Farbe. Der wird dann also gelb werden. Möglich? Magst du eine zweite Fähigkeit aussetzen? Ich meine, man hätte die. Ah, okay, man kann die Marker umsetzen. Umdrehen. Dann würde ich die eine Münze abgeben. Ne? Aber ich könnte das auch. Nö, mache ich nicht. Ich nehme mal einen weg. Und zwar nehme ich mal den weg. Den hast du weggenommen? Den da. Willst du eine Münze ausgeben, damit du einen verschiebst damit und nicht ich? Einen verschiebe. Ja, wahrscheinlich muss ich das machen, sonst machst du ja einfach. Das war jetzt deine zweite Aktion. Das war meine zweite Aktion. Ja, ich mach das mal. Du willst ihn selber verschieben? Dann kann ich jetzt irgendwo einen selber verschieben. Dann schiebe ich den mal. Nee, nicht meinen, dein. Ach, meinen? Mhm. Ach so. Ach ja, auch meinen verschieben. Ich dachte, ich kann den einen von deinen verschieben. Mhm. Willst du die Münze behalten? Nö. Ich den hier. Okay. Dritte Aktion hast du, Piet. Hast du wahrscheinlich noch irgendwas. Na da, jetzt hat er noch drei Leute drin. Machst du noch irgendwas Krasses? Ja, habe ich gemacht, ja. Aber dafür hast du auch noch drei nette Dudes. Ja, die musste ich mal einsetzen, glaube ich. Muss man auch mal festhalten. Ja, nur Upgrades, ey. Das heißt 3 gegen 2 derzeit. Und in grün hast du dadurch jetzt natürlich die Mehrheit. So smart war das vielleicht gar nicht. Einsetzen kann ich gerade keinen, also benutze ich hier nochmal eine Fähigkeit. Legst du noch einen Stein, also ein Plättchen? Ein Plättchen, ja, habe nur zwei Leute, was ist das hier? Okay. Da ich das Blau gerne behalten würde, wenigstens lege ich mir da zwei hin. Damit ist es jetzt 3 zu 3, ne? Ja. Muss hier noch eins nachgelegt werden. 3 zu 3. Das kann ich dir nicht ändern. Wo bist denn du auf grün drauf? Auf grün bist du gerade noch mit dem, ne? Im Moment nur mit dem, ne?
Ich mach mal das hier. Nehme mal einen runter. Und willst du eine Münze ausgeben, dass du dich verschieben kannst? Der kann dahin höchstens. Das macht also keinen Sinn. Also wirst du den verschieben. Und den wirst du wahrscheinlich nach Blau verschieben. Piet redet um diese Figur hier. Ne? Weil Piet kann ja die jetzt, wird die gelb machen. Obwohl du nach Blau bist. Achso, der ist schon im Blau. Der ist schon im Blau, ja. Und der ist auch schon im Grünen. Das heißt, jetzt wenn du das Blaue grün machst, habe ich dir nur die Sache genommen, dass das im Gelben bist. Nee, mache ich nicht. Machst du nicht? Okay, dann verschiebe ich. Weil ich habe keine. Ja, das dachte ich mir. Verschiebe ich dich hier nach oben. Das war sozusagen meine erste Aktion. Ich hast du rauskommen, den Grünen, ne? Ja. Ja. So, das war die erste Aktion. Dann mache ich mal zweite Aktion hier und gebe den die Narrenkappe. Möchtest du eine Münze ausgeben? Nee, weil ich ja meine habe keine, die ich aktualisieren kann. Doch, könnte ich. Ja. So, die zweite Aktion. Und dann mache ich mal dritte Aktion. Das ist grün-blau, oder was? Ja, grün-blau. Mache ich mal noch das hier. Dritte Aktion. Guck an. Naja, das geht einen Schritt weiter, ne? Nicht vergessen. Ja, da rennt jemand auf die Wertung zu. Ach, ihr. Warum denn so, ne? Ja, aktuell, ne, kann ich das zu gelb machen. Dann ist der in einem grünen, blauen und einem gelben Gebiet. Piet kann das hier. Was ist denn, wenn ich das zum gelben mache? Zählt das eigentlich für dich dann auch? Mit dem Joker, das ist jetzt mal so eine... Ja, deswegen, wir nehmen jeder eine Farbe, ja. Die suchen wir aus und wenn das beides gelb ist, ja. Dann zählt das auch für mich. Ja. Geil. Also aktuell habe ich damit gar nicht so viel gewonnen damit. Nee, weil ich gelb wählen würde. Das habe ich eben in meinem Move... das ist gedacht. Aber richtig, ich habe das gar nicht gedacht, weil ich dachte, ich bin da jetzt erstmal raus. Ja, egal. Damit guck mal hier, nicht, machen wir es anders. Machen wir hier eins. Ja, wir nehmen hier einen Teil raus, das war das hier. Ja. Setze ich da einfach ganz gekonnt selber rein. So meinst du? Zwei? Dann läuft der hier weiter. Und soll ich noch so viele Leute haben? Ja, aber selbst wenn du nur einen gehabt hättest, hättest du das gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Würde ich mal sagen. Also eigentlich war der Plan, also ich hatte den Plan ja eh schon, dich abzuschneiden, aber so muss ich mich halt hinsetzen. Und das Grüne wächst und wächst. Ich mach mal mit der diese Aktion eins. Welche? Der hier? Der sind welche. Dann mache ich zweite Aktion. Ich guck gar nicht hin. Das muss ich mal gerade an, was du alles machst. Und dritte Aktion. Welche? Das da reinsetzen. Wir haben also noch zwei Plätzchen. Ja, was hast du jetzt gemacht? Das hier reingesetzt. Gelb-grünes Plättchen. Das geht sogar. Das ist ja ätzend. Ja. Ein bisschen. Gelb-grün, das heißt, er ist hier auch wieder mit drin. Ne? Ja,
Jetzt wird es schon ein bisschen tricky. Das heißt, wenn der grün wird, wie sieht es dann im Blau aus? Das ist unentschieden, oder? Ja. Aktuell. Ja, sieht so aus. Da gibt es also keine Punkte für den Piet. Das wissen wir ja nicht. Du kannst ja da noch was reinlegen irgendwie. Ich glaube, wenn nicht mehr nachgefüllt werden kann, lass mich kurz mal gucken. Dann ist ja. Also das Spiel endet auf jeden Fall diese Runde, weil ich ja irgendwelche Sachen mache. So scrolling. All the tile stack is depleted and a new tile must be placed in the later case points of score. Das heißt also, wenn hiervon keins mehr nachgelegt werden kann, das heißt, ich habe 1, 2, 3 Aktionen. Das war schlecht. Da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Was noch, also ich bin jetzt dir ausgeliefert. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat er doch gern, der Piet. Ja, so liegen wir es. Einmal, ich bewege mal einen. Du wirst einen wegnehmen, oder was? Ich bewege einen von mir. Das Teil nämlich gar nicht gesehen, was du da hast. Also, ja, das war dieses Schiebeplättchen genommen, ja. Du hast einen weggeschwungen. Mhm. Zwei ist, ich benutze hier so ein Upgrade. Mhm. Mhm. Und drei. Ich überlege gerade. Legst hier einfach noch ein grünes hin. Ja, genau. Leg da doch einfach. Naja, du machst den grün und dann bist du doch, dann gewinnst du doch damit. Was? Wie bitte? Ach, nix. Ach, nix. Oder legst ein Fenster irgendwo noch hin, wahrscheinlich. Noch eins. Um noch mehr Punkte zu machen. Ja, nee, ich will gerade. Ja. Nimmst noch ein Teil raus. Mhm. Ja. Ich wüsste, glaube ich, welches ich wegnehmen würde. Welches würdest du denn wegnehmen? Netter Versuch. Netter Versuch. Ich nehme das, ja. So, jetzt dürfen wir beide wählen, welche Farbe wir da nehmen für den lustigen Narren. Mhm. Kriegt die da jetzt quasi. Wenn ich die finde. Es gibt vier Farben. Es gibt Rot, Blau, Gelb, Grün. Rot, Blau, Gelb. Joker-Teile fallen aus. Ist ja egal. Genau. So. Es geht jetzt um diese beiden, genau. Teile. Welche Farbe die dazu kriegen. Und? Was nimmst du, Piet? Na, ich muss mich absichern. Ja, ich nehme nicht, wenn du gelb nimmst und ich nicht, hättest du ja gewonnen. Das geht nicht. Wir nehmen beide gelb. Obwohl, ist ja auch egal, wieder. Ja, weil du eh gewonnen hast. Ja. Ja, also jetzt wird gewertet, ne? Nicht weil die Königin hier da ist, sondern weil hier nichts mehr zum Nachlegen gibt. Genau. Und dann, ja, weiß ich nicht, gucken wir mal. Also fangen wir vielleicht hier nochmal wieder mal an. Also wir haben ja gesagt, dass das auch gelb ist. Beide Sachen sind gelb, aber ich würde erstmal gucken, grün ist nur ein Feld. Da passiert quasi nichts. Ne? Ja, habe ich auch überlegt, aber das, dann hättest du ja gelb gewonnen. Ja, aber also, ich habe doch gelb sogar oder so gewonnen. Ja, aber das wäre dann so. Wir gucken erstmal nach blau hier. Also blau ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder groß. Und wir sind beide in Blau gleich drin und es passiert nichts. Ne? Genau. Ja, weil wir hier quasi 2 und jeweils 1 haben, passiert mit Blau nichts. Das Gleiche ist quasi hier. So, aber die sind ja jetzt auch gelb. Und im Gelb haben wir quasi gleiche Anzahl, aber der ist 1 größer. Da ist quasi einen halben mehr. Dadurch hast du diese Riesensache. Also das Riesengelbe kommt im Rad nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 2 sind 14 Punkte.
Ja. Und du zwei. Und ich, ja, genau. Und dann grün hast du ja jetzt, also der ist hier in gelb alleine, passiert nichts. Ja. Mhm. Hier grün alleine passiert nichts. Du kriegst hier nochmal 2 Punkte für den. Weil grün und grün. Ja. Mhm. Ja. Egal. Eins, zwei. Und ich habe hier in grün, das hast du ja weggenommen. Mhm. 1, 2, 3, 4. Nochmal 4 Punkte. 1, 2, 3. Also ganz dezent, ganz du? Krasse Nummer. 20-52. Aber man muss festhalten, erstes Spiel. Das war mit Ansage. War mit Ansage und Basilika. Ihr habt es gesehen. Mien steht drauf. Mien ist auch drin. Hartes Area Control. Genau, einfach auch so diese Sache, gerade auf diese Dualfelder sich zu platzieren und da anzubauen, das ist immer eine krasse, gute Voraussetzung. Dann vielleicht auch so ein Doppelmarker. Dann wiederum aber nicht weggeschoben werden davon oder genau. Dahin geschoben. Also oder rein snacken sozusagen. Ich habe ja auch gedacht, dass, also es kam aber auch nicht, dass wir halt hier dieses Teil kriegen, wo du sagst, du platzierst irgendwo einen. Und ja, dann platziert sich halt einfach irgendwo noch einen rein platziert. Ne? Ich dachte ja, das kommt irgendwo, aber es kam irgendwie nicht. Also das ist sicherlich, man könnte festhalten, dass wenn man nachher auch die Anzahl der Plättchen kennt im Stapel, kann man natürlich ein bisschen drauf, könnte man ein bisschen drauf reagieren. Und vielleicht an ein, zwei Stellen ist es insofern natürlich ein kleinen Ticken glücksabhängig, was die nächsten Plättchen sind, die nachkommen. Die können einen vielleicht, ja. Die können irgendwie gut für den anderen sein oder vielleicht auch mal ein bisschen schlechter, aber ja, das kann natürlich mal jeden treffen und es ist dann natürlich trotzdem immer noch recht schnell gespielt, also wenn man wirklich auf ein bisschen brainy, gemeines Zwei-Spieler-Ding steht, ne? wo sich denn doch nochmal viel ändern kann, wo man aber auch immer mal noch im Hinterkopf haben muss. Es gibt halt verschiedene Taktiken, ne? Also diese ganzen, die Teile hier kann man halt noch bauen, damit man Glück produziert. Da habe ich aber auch, ne, da hatte ich diesen ersten Fehler, wo ich dachte, ich habe dich abgeschnitten und dann aber die letzte Reihe hier vergessen hatte. Ja, gut, das ist ja klar. Ja, das war da war die Playmat schuld, dass wir die nicht haben. Ja, genau, sonst hätte ich das gesehen. Aber sonst kann man hier auch so Lücken bauen, dass man halt, wenn man weiß, dass der andere halt wertet, kann man sich da halt gleich wieder reinsetzen. Ja, genau. Deswegen ist das vielleicht auch so eine Sache, wie man weiterbaut. Ansonsten ist es halt immer so eine Sache, wenn ich jetzt führe und so eine Elber-Sache habe, dann will ich ja schnell gewertet haben. Das heißt, ich nehme ja noch Plättchen, wo Kronen draußen sind, aber dann setze ich auch nichts mehr ein. Und ob das dann wieder so gut ist, ja, wenn man, wenn man 20 Punkte in Führung ist, ist das auf jeden Fall gut. Ja, das ist halt immer, deswegen sage ich auch immer, das Battle um die großen Sachen ist halt mies. Und das hast du leider immer die, ja, weil ich die Wertung ausgelöst habe, habe ich halt die letzten Schritte gehabt, um halt das sozusagen das Zünglein an der Waage zu sein, wie bei dem einen hier, um das halt in meinen Favor zu kriegen. Das ist ganz, ganz klar. Das ist Basilika. Wie gesagt, neuere Auflage. Erweiterung haben wir jetzt hier nicht mit drin gehabt. Könnt ihr euch hier sonst auch nochmal dann angucken in den Regeln, was die macht. Bringt quasi nochmal einen zusätzliche Art mit ins Spiel, wo es weitere Plättchen gibt. Ne? Jetzt die mal ganz kurz. Genau, ja. Es gibt also dann diese Plättchen, die so Altare platzieren lassen. Das sind die Altare. Und Altare schützen einfach, dass Leute nicht wegbewegt werden dürfen. Das heißt, es ist halt noch mächtiger, wenn er auf so einem Doppelplättchen sitzt. Ist mal ein bisschen safer. Ist vielleicht auch mit der Erweiterung, vielleicht denn an der noch einen oder anderen Stelle, genau, kann man sich vielleicht davor schützen. Ja, genau. Also hier 2-Personen-Clash. Gratulation an Pete. Mit Ansage. Ja, zählt denn eigentlich sogar noch doppelt, wenn man den Sieg auch noch ansagt. Weißt du, so wie beim Pool oder so nach dem Motto, die geht in die Tasche. Du hast jetzt die Million gewonnen. Achso, weil ich quasi angesagt habe, dass ich verliere. Ja. Ich habe angesagt übrigens, dass ich verliere. Deine Quote war aber nicht so gut. Pete hat nämlich nicht angesagt, dass er gewinnt. Ich habe angesagt, dass ich verliere. So machen wir das. Schaut gerne hier bei Hunter & Friends auf dem Kanal vorbei. Gibt es natürlich auch viele andere tolle Videos in allen möglichen Bereichen mit allen möglichen anderen tollen Leuten noch. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Ciao. Ciao.